Freunde, kurz mal Boss, kurz mal meine Freunde. Silla zeigt seine Verkaufszahlen und er will damit beweisen, dass er doch erfolgreich ist. Naja, 180.000 verkaufte Alben auf alle zusammen ist natürlich nicht schlecht, aber für eine ganze Karriere, Silla, deine Anfangsalben, okay, da lief auch nicht so, du warst noch nicht so bekannt, aber so ab Flizzy, da hätte man vielleicht noch mehr raushauen können, wenn du ein bisschen fleißiger gewesen wärst. Wie gesagt, Flizzy hatte komplett nichts gegen dich, es war nur gegen deine Arbeitsmoral. Hättest du ein bisschen mehr Gas gegeben bis heute, Digga, und wärst bei Flizzy vielleicht ein bisschen geblieben. Irgendwann, wenn du halt, keine Ahnung, ein gewisses Standing gehabt hättest, hättest du auch ein paar Goldalben gemacht. Aber so, wie gesagt, sei dir dein Erfolg gegönnt, Mann. Deine 80 Millionen Streams, machst ein paar tausend Euro im Monat, sei dir gegönnt. Aber du kannst ja nicht sagen, dass du jetzt da, wo du bist, glücklich bist. Okay, wenn du glücklich bist, sei dir gegönnt. Aber das ist natürlich immer noch mehr da. Man möchte doch für immer ausgesorgt haben und nicht nur so ein mittelmäßiges Leben führen. Deshalb fühle dich nicht immer von allem angegriffen. Sehe es eher als Ansporn und gib weiter Gas. Okay, meine Freunde, das war's mit den Freunden. Boss, aber den Dreck nicht vergessen, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde.